Ja, und dann kam die Wende und das war dann ein Problem. Viele Gemeinden hatten plötzlich einen Haufen so eine Betriebshütten auf ihrem Gelände, aber keine Campinggäste mehr, weil die VÖBs hatten sich natürlich von dieser Art Urlaub verabschiedet. Die Ossis haben sich im Bus gesetzt, sind 5 Tage gefahren, um 3 Stunden in Rom anzugucken, um dann wieder 5 Tage zurückzufahren. Also das war schon eine verrückte Zeit. Ich muss den Ton anmachen, jetzt zu hören. Ja, jetzt ist zu hören. Gut, das war wohltuender Erzählsalon. Herr Gläser, mein Respekt. Ich war selber 4 Jahre lang Leiter vom Betonkombinat Magdeburg. Aber mein Thema ist heute ein ganz anderes, nämlich Camping und Reisen. Und das im gleichen Zusammenhang. Ich kenne das nur aus der Zeit meiner Eltern. Reisen gab es für meine Mutter Schrankenwärterin und für meinen Vater Stahlbauschlosser nicht. Das war ein Privatbetrieb, da gab es kein Betriebsferienlager. So, also die 12 Mark, die wir für unsere Kinder investiert haben, die haben sich immer gelohnt, weil die Betriebsferienlager waren immer ein Erlebnis. Also hat man versucht, ganz was anderes zu machen, nämlich Urlaubsformen zu suchen, die nicht unbedingt ins Ausland gegangen sind. Heute müssen ja die Enkel wenigstens nach Madeira oder nach Mallorca oder sonst wohin. Wir haben eine Klassenfahrt nach Kriebstein gemacht. Der Begriff fiel heute schon mal. Also wären wir uns fast begegnet dort. Aber als Penäler, ich habe in Sachsen eine erweiterte Oberschule besucht. Damals hieß das Berufsausbildung mit Abitur. Das war so ein neues Experiment der DDR-Volksbildung. Und wir haben natürlich jede Chance genutzt, auch wie Herr Port am Anfang, zu verreisen. Also sind wir per Anhalter an die Ostsee hoch und haben Camping in Markgrafenheide gemacht. Das war damals schon eine echte Herausforderung aus dem einfachen Grunde. Es war ja Schwarzcamping. Wenn du erwischt wurdest, wurdest du aufgeladen bei der Volkspolizei und landeinwärts geschleppt. Und die Bedingung war dann immer wieder, wenn die um die Ecke gefahren waren, wer ist zuerst wieder an der Ostsee oben. So, und also Alternative suchen nach anderen Möglichkeiten. Weil, wenn du nicht am 1. Januar deinen Campingantrag abgegeben hattest in der Campingzentrale in Stralsund, dann warst du weg vom Fenster. Die 14 Tage Zeltschein gab es dann nicht. Also musste man nach anderen Möglichkeiten suchen. Und eine so eine Möglichkeit war zum Beispiel, ich habe das mit einer Truppe von Kumpels erlebt auf Usedom. Bei meinem alten Freund Erich Hackenschmidt, der da Zeltplatzleiter in Zempin war. Du gehörtest zum Aktiv für Ordnung und Sicherheit. Und das heißt also, du musstest dann sonntags früh um 7 Zelte kontrollieren und gucken, ob der andere beim Schwarzcampen erwischt hast. Und die wurden dann rausgeschmissen. Oder die nächste Möglichkeit, die es dann gegeben hat, war einfach über diese in der DDR sehr beliebten Kommunalverträge. Also der Betriebsleiter, der zum Beispiel eine Elektrofirma hatte, der fuhr an die Ostsee und guckte sich ein Dorf an und sagte, ihr habt aber zum Bürgermeister eine ganz schlechte Straßenbeleuchtung. Da könnte ich ja was machen, aber ich brauche 3 Stellplätze fürs ganze Jahr, damit meine Mitarbeiter hier bei euch Urlaub machen können. Also da Möglichkeiten waren da viele gegeben. So sind dann auch auf vielen Campingplätzen in der ehemaligen DDR ganz krass an der Küste sogenannte Ferienhäuser entstanden. Das heißt also, der Betrieb hat am Anfang eine kleine Garage hingestellt, da kamen die Fahrräder rein, dann kam das Zelt dazu und dann wurde der Fahrradschuppen umbaut, da wurde dann ein fester Bungalow und so ging das immer fröhlich weiter, bis das Grundstück immer größer wurde. Ja, und dann kam die Wende und das war dann ein Problem. Viele Gemeinden hatten plötzlich
einen Haufen so eine Betriebshütten auf ihrem Gelände, aber keine Campinggäste mehr, weil die VÖBs hatten sich natürlich von dieser Art Urlaub verabschiedet. Die Ossis haben sich im Bus gesetzt, sind 5 Tage gefahren, um 3 Stunden in Rom anzugucken, um dann wieder 5 Tage zurückzufahren. Also das war schon eine verrückte Zeit. Und wer in den Osten gehen wollte von unseren lieben Landsleuten von der anderen Seite, der wollte natürlich als erstes mal geklärt haben, die Eigentumsverhältnisse. Und das war natürlich ein ganz spezielles Problem. Am Anfang, ich habe da 2 so eine Hamburger Kaufleute kennengelernt, die wollten Hotels bauen. Da habe ich gesagt, Jungs, lasst die Finger davon, das geht voll in die Hose, weil es gibt kein Grundbuchamt an der ganzen Ostseeküste, das eindeutige Besitzverhältnisse nachweisen kann. Also ich habe dann auch Streitigkeiten auf dem Campingplatz erlebt. Der hat sich hingezogen bis Mitte der 90er Jahre, bis dann geklärt war, welchem Ort eigentlich der Campingplatz gehört. Aber sie kamen und sie waren natürlich bemüht, jetzt etwas zu schaffen, was die Urlauber auch wieder zurückholt. Wir kannten ja nur die Häuser der drehenden Auchen, also das waren diese Plumpsklos, in die immer Chlorkalk reingeschmissen wurde, damit sich das Viehzeug da drinnen nicht so vermehrt hatte. Es gab Kaltduschen, aber die Ossis waren natürlich pfiffig, weil sie konnten schon immer Mangel verwalten. Die haben dann also einfach ein Gestell gebaut, haben ein paar alte Fässer oben hingestellt, schwarz gestrichen und früh wurde Wasser reingelassen. Und wenn den ganzen Tag die Sonne geschienen hat, dann hast du abends warmes Wasser gehabt. Also da waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja, und so fand ich dann schon ein paar Leute, mit denen wir angefangen haben, an der Küste Campingplätze auf den Komfort zu bringen, den die DDR-Bürger nicht kannten. Es durfte ja zu DDR-Zeiten Kinder mit der Luftmatratze auf die Ostsee segeln, surfen, Windsurfen. Sowas gab es ja alles nicht. Eine Strandbar in den Dünen, sowas gab es nicht. Man konnte zwar in Prerow bis am Strand zelten, aber die eigentliche Möglichkeit war, dass von 22 bis 6 Uhr auf allen Parkplätzen die Küste entlang Parkverbot war, weil da kamen die Grenztruppen und haben alle Leute ins Hinterland zurückgejagt. Also, es hat geklappt. Ich habe Investoren gefunden und die haben natürlich, und da gibt es natürlich auch wieder solche und solche, die haben mit den Gemeinden überwiegend Erbpachtverträge gemacht. Die haben also nicht von den Gemeinden verlangt, ihre Filetstücke zu verscheuern, damit sie dann weg sind, sondern haben die Gemeinde partizipieren lassen am Umsatz. Und dann habe ich mich irgendwann in Spreewald verabschiedet, weil wir da ein paar Meinungsverschiedenheiten hatten. Und dann komme ich in irgendeinem Dorf an einer Schrottpresse vorbei und was müssen meine müden Augen sehen? Da versucht jemand, ein Dübner-Ei in die Schrottpresse zu stecken und zu verklappen. Und da habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass die Ossis jetzt auch das noch, was ihnen den Urlaub ausgemacht hat, was ihnen Spaß gemacht hat, letztendlich kaputt machen und wegschmeißen. Und am Sonntag hatte ich dann Besuch von einer Journalistin eines namhaften Blattes aus Berlin und die wollte über meinen Campingplatz eigentlich was schreiben im Spreewald. Aber als sie das Dübner-Ei sah, war es um sie geschehen. Und am Montag musste ich dann das erste deutsche Campingmuseum gründen, weil aus allen Teilen der ehemaligen DDR die Leute plötzlich Wohnwagen und Campingzubehör nach Großleuten gebracht haben in den Spreewald. Naja, so war dann letztendlich die Berufung, ist dann zum Beruf geworden. Ich habe 20 Jahre in dem Metier gearbeitet, zuletzt als Prokurist und Geschäftsleiter. Und das erste deutsche Campingmuseum ist leider nach Baden-Württemberg gegangen, weil das Land Brandenburg dieses touristische Alleinstellungsmerkmal nicht in komplexer Größe überschaut hat. Ja, letztes Jahr war ich mit dem Enkelsohn nochmal im Schlabetal mit Wohnmobil. Eigentlich sollte es das letzte Mal sein, aber wenn Corona so weitergeht, wird Opa sicherlich auch in Zukunft noch fahren. Ja, danke, Herr Müller, für einen Ausflug ins Campen, was ja auch sehr interessant ist. Wo befindet sich das Campingmuseum denn jetzt?
in Bad Waldsee, in Baden-Württemberg, in der Nähe vom Hümerwerk. Also ich nur einfach Campingmuseum Hümer eingeben, finden Sie sofort und sagen Sie schöne Grüße. Da finden Sie die alten DDR-Waren. Ja, danke. Machen wir. Ja.